Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen: Firstfeier vom neuen Feuerwehrhaus in Götzis. Wir begrüßen im Studio Dieter Lauremann, Bürgermeister aus Ludesch, zum neuen Dienstleistungszentrum. Und natürlich gibt es auch heute die aktuellsten News-, Wetter- und Sportinformationen. Am Donnerstagabend fand die Firstfeier vom neuen Feuerwehrhaus in Götzis statt und wir haben einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. Die Bauarbeiten des neuen Feuerwehrhauses in Götzis laufen auf Hochtouren. Nach langen Planungen wurde im Herbst begonnen, nun stand die Firstfeier auf dem Plan. Am Donnerstagabend versammelten sich die Gäste am neuen Standort an der L58 und begutachteten die Baufortschritte. Die Kosten des Baus belaufen sich auf rund 6 Millionen Euro. Die Umsetzung war aber ein wichtiger Meilenstein für Götzis und die Feuerwehr. Es ist, wenn man dort ist, bei der Firstfeier doch schon vieles geschehen. Und wir freuen uns natürlich auf den weiteren Fortgang. Wir sind sehr froh darüber, dass bisher auch alles unfallfrei verlaufen ist und dass auch die Stimmung am Bau sehr, sehr gut ist. Man sieht das Bauwerk schon sehr gut. Man sieht die ganzen Konturen des Bauwerkes und natürlich auch den Inhalt schon etwas. Und wir freuen uns ehrlich auf das neue Haus. Laut Eugen Böckle, dem Kommandanten der Feuerwehr Götzis, haben sich die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Mit ein Grund, wieso das neue Feuerwehrhaus absolut notwendig ist. Mehr Platz und ein geordneter Ablauf in der Organisation machen die Arbeit der Floriane Jünger um einiges leichter und effizienter. Es ist ein großes Highlight für die Feuerwehr Götzis. Es ist der Traum, was alle meine Kameraden schon mitgetragen haben. Und der Tag, jetzt kommt die Sonne auch noch heraus, ist sicher fantastisch für uns. Für uns war ganz wichtig, dass wir von Anfang an bei diesem Bauprojekt mitwirken konnten und dass auch das ganze System, der ganze Bau mit uns abgesprochen wurde, was natürlich für uns auch viel Arbeit gebracht hat. Auch architektonisch hat man sich bei der Planung einiges einfallen lassen. Wir haben zwei Baukörper, einen Hauptbaukörper mit dem ganzen Garagentrakt und dem Schulungsraum als flaches Volumen. Und daneben gibt es ein aufgerichtetes Volumen mit dem Turmelement, ein ganz schlankes Element. Und diese beiden Volumen stehen in einer guten proportionalen Beziehung und spannen einen Hofraum untereinander auf. Mit Freude blickt man also auf die weiteren Schritte beim Bau des neuen Feuerwehrhauses in Götzis. Die Fertigstellung ist für 2014 geplant. So viel zur Firstfeier und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellsten Nachrichten des Tages. Und im Anschluss daran begrüßt mein Kollege Philipp Fasser hier im Studio den Bürgermeister aus Ludesch. Countdown für Pfändertunnel. Nach Eröffnung der neuen Weströhre im Juni 2012 wurde die Oströhre ein Jahr lang general überholt. Pünktlich zum Ferienstart im Westen Österreichs geht der Pfändertunnel am 4. Juli mit zwei Röhren in Vollbetrieb. Das über 200 Millionen Euro Projekt soll für mehr Sicherheit und weniger Staus sorgen. Am 30. Juni findet die offizielle Eröffnung sowie der Tag des offenen Tunnels statt. Ländle TV der Tag wird am Montag darüber berichten. Und nach langem Warten bekommt Vorarlberg am Sonntag wieder einen Bischof. Um 16.30 Uhr geht es los, dann wird Diözesanadministrator Benno Elbs im vollbesetzten Feldkircher Dom zum Bischof geweiht. Über 1300 Mitfeiernde werden zu diesem Ereignis erwartet. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit einem weiteren Studiogast, und zwar dem Bürgermeister der Gemeinde Ludesch, Dieter Lauremann. Danke, dass Sie da sind bei uns. Schönen guten Tag. Grund für einen Besuch ist ein ganz besonderes und auch einzigartiges Projekt, und zwar das DLZ, das Dienstleistungszentrum Blumeneck, das gemeinsam mit der Gemeinde Thüringen umgesetzt wurde und jetzt eröffnet wurde. Vielleicht können wir mal ein bisschen nach vorne oder besser gesagt zurückblicken. Was waren die Idee dahinter? Wie ist das entstanden? Ja, die grundsätzliche Idee ist eigentlich aus dem Jahr 2007 schon. Sowohl Thüringen als auch die Gemeinde Ludesch hat einen alten Bauhof, wo wir uns gesagt haben, okay, was können wir da machen? Basis war auch damals schon, dass unsere Mitarbeiter in diesen Bereichen schon kooperativ zusammengeholfen haben. Und dann ist die Idee entstanden, da könnten wir doch Synergien nutzen und ein gemeinsames Projekt aufziehen. Also eine spannende Kooperation von Gemeinden in einem sehr wichtigen Part, sage ich jetzt einmal. Was bietet jetzt das DLZ alles für die Bürger der Gemeinden? Waren in den Ursprungsideen nur die Bauhöfe inkludiert. So haben wir das im Laufe der letzten 5 Jahre, weil wir das Projekt entwickelt haben,
ausgeweitet. Das heißt, wir haben jetzt eine Kooperation im Bauhofbereich, aber im Bereich der Bau- und Baurechtsverwaltung, im Bereich eines gemeinsamen Wertstoffsammelzentrums und auch im Bereich des gemeinsamen Facility Management. Und darüber hinaus noch, denke ich, haben wir uns als Energieregion auch damit beschäftigt und auf dem Ganzen eine Photovoltaikanlage mit 362 kW Peak installiert. Das ist übrigens die größte Anlage Österreichs in dieser Form. Und ich denke, da ist der Nutzen natürlich für unsere Bürger erkennbar, dass man jetzt alles unter einem Dach hat. Und es hat sich auch jetzt schon gezeigt, das Dienstleistungszentrum wird bestens angenommen von den Bürgern. Nur als kleines Beispiel, wir haben dreimal in der Woche offen und es bewegen sich ca. 200 bis 250 Leute immer wieder, wo ihre Sachen abgeben, neben den ganzen Beratungsgesprächen in der Bau- und Baurechtsverwaltung. Also richtig ein schönes Projekt, das natürlich auch sehr zukunftsträchtig ist, das kann man sagen, und auch sehr orientiert an die Zukunft. Wenn wir da hinblicken, wo soll es denn noch hingehen? Ich denke, das, was wir jetzt schon gemacht haben, ist ein Paradebeispiel kommunaler Zusammenarbeit mit diesen beiden Gemeinden. Ist auch einzigartig in Vorarlberg. Das ist das erste Projekt, das in dieser Form umgesetzt wird. Und wenn wir nach vorne schauen, dann ist der Weg klar. Wir möchten zusätzlich andere Gemeinden mit ins Boot holen, beziehungsweise mit anderen Gemeinden kooperieren. Die ersten Anfänge sind schon gemacht. Wir arbeiten schon intensiv im Bereich Bau- und Baurechtsverwaltung mit den Gemeinden des Großen Walsertales zusammen. Die Gemeinde Röns bedienen wir schon im Bereich Bauhof und Facility Management. Und es wird so sein in Zukunft, dass wir sagen, je nach Modul, wir bezeichnen das als Module, kann sich eine Gemeinde bei uns ihre Interessen anschauen und sagen, okay, können wir da kooperieren, und wir werden dann schauen, ob wir das anbieten können. Aber Ziel ist ganz klar, dass im Laufe der nächsten Jahre noch die eine oder andere Gemeinde logischerweise mit ins Boot kommt. Mhm. Macht ja auch Sinn, würde ich sagen. Also viele kleine, die da zusammenarbeiten, geben dann ein großes, und auf diesem Weg wünsche mir weiterhin viel Erfolg und eine schöne Zukunft in dem Fall auch mit dem Projekt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, also ein schönes, übergreifendes Projekt mit derzeit Ludesch und Thüringen. Auf jeden Fall sehr zukunftsorientiert bei uns in der Zukunft, in der nahen Zukunft. Also jetzt geht's weiter mit den aktuellen Sportnews. VfV-Cup-Auslosung. Am Freitagvormittag wurden die ersten beiden Runden des kommenden VfV-Cups ausgelost. In der zweiten Runde gibt es gleich die ersten Schlagerspiele. Der FC Wolfurt trifft auf den FC Eck und die Austria Lustenau Amateure auf den FC Bietzau. Am kommenden Montag findet dann die Auslosung für den ÖFB-Cup statt. Und Caroline Weber geehrt. Bei der Vorsitzübergabe der Landeshauptleutekonferenz in Wien hat Landeshauptmann Markus Wallner zum zweiten Mal den Preis Vorarlberger des Jahres Zwien übergeben. Dieses Jahr ging die Ehrung an die Ausnahmeathletin Caroline Weber, welche ihre aktive Karriere Anfang Juni beendet hatte. Das war's vom Sport, und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen haben wir jetzt für Sie. Bei der Landesagrarreferentenkonferenz in Bezau teilte Minister Nikolaus Berlakovic mit, dass österreichische Bauern auch künftig mit entsprechender EU-Unterstützung rechnen dürfen. Am Sonntag ab 16.30 Uhr wird Benno Elbs zum Bischof der Diözese Feldkirch geweiht. Die VN fragten seine Familie, enge Freunde und Wegbegleiter nach ihren Wünschen für den neuen Bischof. Und wie schön Vorarlberg sein kann, zeigen wir die VN in der Beilage »So lässt sich's leben – Urlaub in Vorarlberg«. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie's gut. Tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 5 und 14 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Südost. Der Samstag verläuft stark bewölkt. Die Chancen auf Sonnenschein sind in Vorarlberg äußerst gering. Bereits bis Mittag breitet sich vom Bodenseeraum her flächendeckender Regen aufs Ländle aus. Am Nachmittag nehmen die Regenschauer wieder zu. Tiefstwerte am Samstag 7 bis 11 Grad, Höchstwerte 12 bis 19 Grad. Am Sonntagvormittag klingt der Regen ab und die Wolken lockern auf. Am Nachmittag kommt vielerorts die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 12 und 15 Grad. Die neue Woche beginnt sommerlich. Am Montag ist es sonnig und bis zu 22 Grad warm. Es bleibt trocken und höchstwahrscheinlich gewitterfrei. Und am Dienstag regnet es dann wieder bei Temperaturen von 17 bis 23 Grad.